Ja, schönen guten Tag, liebe Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Thiel hat gesagt, er wird hier ein relativ konsequentes Zeitmanagement durchführen. Das heißt, nach 20 Minuten wird das Wort abgeschnitten. Also keine Sorge, länger als 20 Minuten werde ich nicht reden. Ist meine Präsentation verfügbar? Das ist sie nicht. Das ist sie. Gut. Ich will versuchen, mal so den großen Rahmen der aktuellen Urheberrechtspolitik zu zeichnen und Ihnen sozusagen vielleicht ein Gefühl zu vermitteln, in welchem rechtlichen und politischen Kontext wir uns bei dieser Reform bewegen. Zunächst ein paar Grundlagen. Ich will dann schildern, was hat es mit diesem Projekt, ja, digitaler Binnenmarkt auf sich. Das war nämlich der politische Hintergrund dieser Regulierung. Ihnen dann die wichtigsten Themen dieser sogenannten DSM-Richtlinie, Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt präsentieren. Ein bisschen was dazu sagen, wie diese Richtlinie jetzt umgesetzt werden wird in den nächsten Monaten und dann, wenn die Zeit reicht, aber ich fürchte, sie würde nicht reichen, auch noch ein paar Schlussbemerkungen. Aber notfalls schiebe ich das in die Diskussion. Urheberrecht, ja, wir haben in der Europäischen Union ein Mehrebenensystem, ein rechtliches Mehrebenensystem. Das macht die Sache leider noch komplizierter, als Copyright ohnehin schon ist. Wir haben internationale Verträge, die werden verwaltet von der WIPO in Genf, das ist das Hauptgebäude der WIPO in Genf. Revidierte Berner Übereinkunft haben Sie vielleicht schon mal gehört, von 1883. Das ist sozusagen einer der ersten internationalen Verträge und bis heute im Grunde eine wichtige Grundlage für das internationale Urheberrecht. An dem Vertrag sind, glaube ich, 180 Staaten, also praktisch die ganze Welt, gebunden. In der Europäischen Union haben wir inzwischen ja, das Unionsrecht als wichtigste Regulierungsebene. Ja, das heißt, wir entscheiden national im Grunde nur noch relativ wenig. Ja. Die Messen werden in Brüssel gesungen und das ist auch der Grund dafür, warum wir in den letzten 3 Jahren eben ja, versucht haben, auch von Seiten der Bundesregierung diesen politischen Prozess in Brüssel zu beeinflussen oder mitzugestalten. Denn nochmal, hier fallen im Grunde die wesentlichen Entscheidungen. Und dann haben wir aber nach wie vor, und das ist auch ein strukturelles Problem für Zugangsfragen, die Umsetzung in das nationale Recht. Das heißt, wir haben in der EU, in der Europäischen Union eben kein einheitliches europäisches Urheberrecht, zwar so eine Regulierungsebene, aber wir haben immer noch 28 fragmentierte Rechtsordnungen. Das heißt, insbesondere Richtlinien müssen immer noch in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union umgesetzt werden. Und das führt eben zu Friktionen. Unser Rechtsrahmen und die Richtlinie ist ja im Grunde faktisch noch nicht, die ist zwar in Kraft, aber fängt erst an, in 2 Jahren zu wirken. Unser Rechtsrahmen, den wir im Moment haben, der ist im Grunde 20 Jahre alt. Also stammt aus der ersten Hälfte der 90er Jahre des letzten Jahrtausends, also gnadenlos veraltet, das kann man sicherlich sagen. Wir haben seitdem wichtige neue Akteure im Bereich Urheberrecht. Das ist vor allen Dingen ganz klar YouTube für Musik und Google auch für Nachrichten, für News. Und es gab lange Zeit im Grunde so eine Art politischen Stillstand auf der europäischen Ebene. Wie gesagt, das ist die wichtigste Regulierungsebene. Es hieß immer, wollen wir jetzt wirklich die Büchse der Pandora öffnen? Ja, also diese ganze Diskussion, die um die Jahrtausendwende schon mal lief, als man sozusagen ja, die Version 1.0 des digitalen Urheberrechts umgesetzt hat, um es mal so zu formulieren. Inzwischen sind wir ja in vielen Bereichen bei 4.0. Auch damals gab es schon relativ heftige Auseinandersetzungen, gerade um Zugangsrechte, um gesetzliche Erlaubnisse oder Schranken, wie die Juristen teilweise immer noch fälschlicherweise noch sagen. Die heißen jetzt gesetzliche Erlaubnisse übrigens, jedenfalls in Deutschland. Ja, und man wollte nicht so richtig ran. Und das hat dazu geführt, dass der EuGH, der Europäische Gerichtshof, im Grunde de facto Ersatzgesetzgeber war. Ja, der hat nämlich die ganzen Fälle bekommen, insbesondere die Internetfälle,
ab dem Jahr 2014 und hat über seine Judikatur de facto das Recht weiterentwickelt. Also die politische Handlung ist im Grunde übergegangen vom europäischen Gesetzgeber auf die Gerichte. Ja, und wir haben eben neue Akteure, ja, bedingt durch Digitalisierung und Vernetzung. In der analogen Welt, ja, war es ja so, dass der Nutzer im Grunde nicht wirklich vorkam, ne? Das war im Grunde ein Wirtschaftsrecht. Das heißt, wir haben die Inhalteproduzenten gehabt, die Urheber, wir haben eine verwertende Industrie gehabt. Gut, und dann waren die Privaten und die Nutzer so ein bisschen dabei bei der Frage Privatkopie, die aber im analogen Bereich auch relativ simpel funktioniert hat. Jetzt haben wir aber Intermediäre, und wir haben die User. Und das hängt eben damit zusammen, dass wir alle in unserer Jackentasche ja im Grunde Vervielfältigungs- und Verbreitungsmaschinen haben. Ja, und das sind die zentralen Rechte im Urheberrecht, das Vervielfältigungsrecht, das Copyright und das Verbreitungsrecht. Sie alle haben das mit ihren Smartphones in der Tasche und darauf müsste der Gesetzgeber im Grunde reagieren, wenn er also einen zeitgemäßen Rechtsrahmen ja gestalten will. Also das war die Situation. Geändert hat sich das ein bisschen durch dieses Projekt. Ja, digitaler Binnenmarkt. Und die beiden Herren kennen Sie vielleicht noch. Das ist Herr Oettinger auf der rechten Seite. Das war der Digitalkommissar in der letzten europäischen Legislatur, unter anderem zuständig für Urheberrecht. Und Herr Ansip zu seiner Linken war der Vizepräsident, der sozusagen ja, kommissionsübergreifend für dieses Großprojekt digitaler Binnenmarkt zuständig war. Das ging 2014 los mit dem 10-Punkte-Programm von Juncker, also dem ehemaligen Kommissionspräsidenten. Und da war einer von 10 Punkten, also das war das politische Programm von Juncker, einer von 10 Punkten war, wir schaffen ein europäisches Urheberrecht, was ziemlich spektakulär war, ja, dass also dieses Rechtsgebiet auf dieser hohen politischen Ebene so adressiert wurde. Ja, und die Idee war im Grunde, wir haben seit 1992 sowas wie einen analogen Binnenmarkt. Ne? Wir haben keinen Zoll mehr innerhalb der Europäischen Union. Wir haben auch keine nicht tarifierenden Handelshemmnisse, also zum Beispiel DIN-Normen, mit denen teilweise oder irgendwelche Normen, mit denen Märkte abgeschottet werden. Also das versucht die Kommission und hat sie auch weitgehend beseitigt. Was wir aber nicht haben, ist ein digitaler Binnenmarkt. Und ein Element davon war eben, sozusagen das Urheberrecht zu reformieren. Wir haben eine ganze Menge von Rechtsakten gehabt, unter anderem eben auch diese Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt. Der Vorschlag kam im Herbst 2016 und es hat immerhin bis April dieses Jahres gedauert, ja, bis dieser ja, zum Teil durchaus blutiger ja, politischer Prozess auf europäischer und auch auf nationaler Ebene abgeschlossen war. Jetzt haben wir die Richtlinie und haben damit umzugehen und die ist umzusetzen bis Juni 2021. Ich will mal ganz kurz die Hauptregulierungsfelder skizzieren, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was sonst noch so alles diskutiert wird im Urheberrecht. Und das ist auch der erste Bereich in der Richtlinie. Also es geht um grenzüberschreitend wirksame Zugangsrechte. Die nennen sich Exceptions and Limitations auf Englisch oder traditionell in Deutsch Schranken. Warum eigentlich Schranken? Sind keine Schranken des Zugangs, sondern es sind Beschränkungen des Urheberrechts, also Beschränkungen des Eigentumsrechts des Rechtsinhabers. Deswegen heißen die Schranken und aus dem Grunde, weil es so ein bisschen missverständlich ist, haben wir sie in der letzten Reform umbenannt, sind gesetzliche Erlaubnisse. Also es sind Möglichkeiten für Nutzer, Zugang zu erhalten zu geschützten Inhalten, ohne dass man einen Vertrag, eine Lizenz abschließen muss. Ja, was ist das Problem? Ich habe es vorher geschildert. Wir haben zwar sowas wie eine einheitliche europäische Regelungsebene, also man kann sagen, das Urheberrecht ist zu 90% im Grunde harmonisiert,
Aber es muss trotzdem jeweils noch in nationale Rechtsordnungen umgesetzt werden. Und das führt gerade bei diesen Schranken dazu, bei diesen gesetzlichen Erlaubnissen dazu, dass wir ein großes Wirrwarr haben an Regulierung, und zwar immer national. Ne? Und das ist im Internet schwierig, weil das Internet kümmert sich nicht um Staatsgrenzen, es sei denn, wir haben Geoblocking. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja Zugang ermöglichen, und zwar eigentlich auf allen Seiten. Ne? Die Nutzer wollen Zugang, und die Verwerter und die Inhalteanbieter wollen natürlich auch weitestmöglichst verwerten. Ja, Frau Rehder hatte 2014, glaube ich, ein Papier vorgestellt und dargestellt, dass es 2,2 Millionen Kombinationsmöglichkeiten dieser Schrankenbestimmungen in der Europäischen Union gab. Wie hat die Richtlinie darauf reagiert? Es gibt jetzt verpflichtende gesetzliche Erlaubnisse. Also jeder Mitgliedstaat ist verpflichtet, diese Vorschriften einzuführen. Das war in der Infosoc-Richtlinie von 2001. Das war dieses digitale Urheberrecht 1.0. Was bis heute gültig ist, waren die meistens nur fakultativ. Das heißt, jeder Mitgliedstaat konnte sich entscheiden, welche Erlaubnisse er umsetzen wollte und welche nicht. Das ist jetzt anders. Wir haben verpflichtende Regelungen für Text- und Data Mining. Das ist eine wichtige Basistechnologie für maschinelles Lernen und damit auch für künstliche Intelligenz. Wir haben eine Vorschrift für grenzüberschreitenden Unterricht. Also der Lehrer muss, es reicht aus, dass wenn der Lehrer zum Beispiel Unterrichtsmaterial herstellt, dann reicht das aus, dass die Nutzung, zum Beispiel ein Bild in der Präsentation, in seinem Heimatstaat erlaubt ist. Es gilt dann sozusagen auch in allen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union als erlaubt. Und wir haben diese Vorschrift zum Erhalt des kulturellen Erbes, und ich denke, darüber werden wir heute ja vertieft sprechen. Nächster Bereich, der auch hier in der Konferenz, glaube ich, gerade gestern schon eine Rolle gespielt hat, ist die Frage des Extended Collective Licensing, Lizenzbedingungen mit erweiterter Wirkung heißt das, glaube ich, übersetzt, und die vergriffenen Werke. Das ist ja so ein bisschen was wie das europäische Google Books Projekt. Es gab, das werden die meisten hier wissen, eine Richtlinie zu den verwaisten Werken, 2012 war das, glaube ich, die aber nie praktisch wirklich, wirklich gut funktioniert hat. Wir hatten dann allerdings auf der Basis von der Empfehlung Regelungen zu den vergriffenen Werken. Da ist Deutschland ganz weit vorne. Die Nationalbibliothek die Gastgeberin in Zusammenarbeit mit der VG Wort hat ein sehr gut funktionierendes System aufgelegt. Es gab dann ein französisches EuGH-Verfahren, das hat einige Probleme bereitet. Jedenfalls haben wir jetzt einen Rechtsrahmen für die vergriffenen Werke und eben nicht nur für Bücher, also nicht nur für Text, das ist ein interessanter Aspekt, sondern auch für Musik, Fotografie und Film. Im Grunde fangen wir jetzt an, damit zu arbeiten. Es soll ein zentrales Register in Alicante geben, beim Europäischen Amt für geistiges Eigentum. Und wir werden uns in den nächsten Monaten damit zu beschäftigen haben, wie wir das möglichst optimal umsetzen, um auch die Erfahrung hier aus Deutschland zu bewahren. Und dann ECL, auch das will ich jetzt vielleicht erstmal ausblenden. Ich war gestern leider nicht dabei. Ich weiß auch nicht, was das Ergebnis der Diskussion gestern war. Vielleicht können wir das in der Diskussion aufgreifen. Ja, Presseleistungsschutzrecht, das ist für viele im Raum hier eher ein rotes Tuch, vermute ich. Worum geht's? Die Presse war lange Zeit Gatekeeper für Nachrichten, die Funktion hat sie faktisch verloren, und sie hat außerdem verloren die wirtschaftliche Basis ihres bisherigen Geschäftsmodells, nämlich das Anzeigengeschäft. Die Anzeigen sind in die personalisierte Werbung ins Netz abgewandert, und ich glaube, viele von uns schätzen sehr eine gut gemachte Qualitätspresse. Das steht außer Zweifel, aber die Grundlagen dieses alten Geschäftsmodells sind bedroht. Darauf versucht diese Regulierung zu
reagieren. Das ist sehr kontrovers. Vorbild war eine deutsche Regelung aus dem Jahr 2013. Die hat der EuGH mit Entscheidung vom 12. September aus formalen Gründen verworfen. Jetzt haben wir sie sozusagen auf europäischer Ebene zurückbekommen. Artikel 13, jetzt Artikel 17. Ich glaube, auch dazu muss ich gar nicht so viel hier in diesem Raum erzählen. Jetzt habe ich nur 5 Minuten, ne? Okay. Aber ich werde versuchen, nicht noch schneller zu sprechen. Ja, ich glaube, Sie haben die Schlachten mitverfolgt in der Presse und der eine oder andere hat diese Schlachten ja auch durchaus befeuert hier im Raum. Wo ist Herr Weizmann? Herr Weizmann, wo sind Sie? Ach, da oben, Sie haben sich auf die Tribüne zurückgezogen. Also Herr Weizmann hat hier mitgefightet und jetzt haben wir den Artikel 17 und werden ihn in irgendeiner Art und Weise sicherlich auch umsetzen. Die Bundesregierung hat, wie so oft in der Politik, ein klares Ja-Aber gesagt. Das heißt, wir haben am Ende für die Richtlinie gestimmt. Das war durchaus spitz auf Knopf. Hätte die Bundesregierung sich enthalten oder dagegen gestimmt, wäre die Richtlinie nicht gekommen. Wir haben aber relativ starke Kritik geübt an diesem Artikel 17. Warum ist es so schiefgegangen politisch? Ja, ich glaube, es ist deshalb schiefgegangen, weil man auf europäischer Ebene jedenfalls viel zu spät verstanden hat, dass eben die User und die Prosumer heute ein integrierter Bestandteil dieses kreativen Ökosystems sind. Ja, und nachdem die Leute eben im Grunde im politischen Prozess nicht berücksichtigt wurden, haben sie sich dann entsprechend anderweitig bemerkbar gemacht. Ja, last but not least, angemessene Vergütung für Kreative. Auch das ist ein durchaus deutsches Thema. Wir kriegen jetzt eine Regulierung, die in Deutschland allerdings wahrscheinlich nicht so viel ändert wird, weil wir in Deutschland seit 2002 beziehungsweise auch 2017 schon ein relativ weit entwickeltes Urhebervertragsrecht haben. Also zwingende, schützende Vorschriften für möglichst zu gewährleisten im Rahmen des Möglichen, dass Kreative möglichst fair bezahlt werden. Also das sind die zentralen Dossiers. Sie sehen, das ist ein Haufen Zeug. Der europäische Gesetzgeber hat uns hier einen schönen Blumenstrauß überreicht und den haben wir jetzt umzusetzen. Dazu gehört auch noch der Artikel 14, darüber werden wir hier auch reden, also sozusagen wie geht man mit Werken um, die gemeinfrei sind, die in der Public Domain sind und Verlegerbeteiligung, auch das ist sozusagen ein deutsches Thema, was bei Fragen des Zugangs durchaus eine Rolle spielt. Okay, Umsetzung. Wir hatten eine schriftliche Konsultation durchgeführt, haben über 120 Stellungnahmen bekommen. Die sind alle im Netz verfügbar und lesbar, können Sie also, wenn Sie wollen, sich anschauen. Wenn wir jetzt sozusagen ein normales Gesetzgebungsverfahren durchführen würden, würde das heißen, wir legen den ersten Entwurf im nächsten Frühjahr vor, vielleicht vor der Sommerpause den Regierungsentwurf. Damit beginnt dann das parlamentarische Verfahren. Das würde dann heißen, das Parlament hat ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr Zeit, um sich mit dem Dossier zu beschäftigen und wir könnten dann rechtzeitig umsetzen. Die Frist läuft am 7. Juni 2021 ab. Vielleicht gibt es einen Schnellläufer. Es gibt 2 politische Dossiers, die unter einem gewissen politischen Druck sind, aber auch dazu vielleicht in der Diskussion mehr. Jetzt habe ich es ja doch fast geschafft. Dieses Thema, wie man Richtlinien umsetzt, vielleicht auch für die Diskussion, also inwieweit gibt es überhaupt Bewegungsspielraum, das ist gar nicht so klar und so eindeutig, hebe ich mir vielleicht nur für die Diskussion auf. Wir haben auch noch andere Punkte, die wir zu bearbeiten haben. Wir haben also nicht nur diese Richtlinie umzusetzen, sondern wir haben auch ein Großprojekt, was jetzt kommt auf europäischer Ebene, das ist der Digital Services Act. Das ist die Revision der E-Commerce-Richtlinie, da geht es um Haftungsfragen für Intermediäre.
Das ist ein Querschnittsthema, ziemlich relevant, und die Vorarbeiten beginnen jetzt. Das ist ein Teil des Programms von der Leyen. Es gibt jetzt schon die ersten Gespräche in Brüssel. Wir haben auch noch ein nationales Programm aus dem Koalitionsvertrag, also Richtlinienumsetzung, klar, aber E-Lending, wie geht es mit E-Lending weiter? Es ist offen. Was ist mit dem Vergütungssystem, also insbesondere Privatkopieabgabe? Gibt es Möglichkeiten, das schlauer, besser zu machen, und last but not least? Der eine oder andere weiß es hier, wir hatten noch eine, oder bin ich durch? Dann ist das mein letzter Satz. Wir hatten vor 2 Jahren eine größere Reform, die ist befristet. Und die Frage ist, was passiert, wenn die Frist abläuft? Und jetzt hätte ich noch 5 Folien, aber die spare ich mir dann für die Diskussion. Danke.